Willkommen zurück bei Fußballprofi werden. Neben mir sitzt der Corbinian Vollmann vom SV Sandhausen. Und wie immer am Anfang erstmal ein paar Daten zum Corbi. Corbi ist jetzt 22 Jahre alt, spielt eben wie gesagt beim SV Sandhausen Fußball, hat davor lange bei 1860 München gespielt, auch in der Jugend. Darauf werden wir aber später wahrscheinlich nochmal eingehen. Hat jetzt 50 Zweitligaspiele, also letztes Spiel war dein Jubiläum sozusagen, gemacht. Für 7 Tore hat es gereicht bis jetzt. Und er spielt meistens rechts außen, wenn ich da richtig informiert bin, oder offensives Mittelfeld. Ja, oder links außen. Oder links außen, genau. Perfekt. Wir starten auch direkt rein. Ja, du bist 1,74 groß. Ist jetzt nicht der größte Spieler, ist jetzt nicht sehr klein. Aber ich würde schon sagen, dass es deutlich größere Spieler gibt und eigentlich auch robustere Spieler gibt. Du bist aber trotzdem ja eigentlich bekannt für deinen guten Zweikampf, defensiv und offensiv. Stellst deinen Körper mal sehr gut rein. Was würdest du jetzt hier auch den jungen Spielern für Tipps geben, wie man so sein Zweikampfverhalten, seine Durchsetzungskraft trainieren kann, wie man da besser werden kann? Ja, also ich sag, vorab ist es nicht einfach als kleiner Spieler die Zweikämpfe zu gewinnen, deswegen kommt einfach viel von der Stabilität, das heißt viele Stabilisationsübungen, einige Kraftübungen. Also ich bin bei weitem nicht unbedingt das Kraftpaket, sage ich jetzt mal, aber so Stabi-Übungen mache ich schon sehr oft. Sehr wichtig, dass du im Zweikampf dagegen halten kannst, vor allem gegen die körperlich stärkeren und größeren Gegenspieler. Und sonst ist meiner Meinung nach auch viel Einstellungssache, okay, beziehungsweise Kopfsache, dass man einfach weiß, dass man auch was dagegen zu setzen hat und dass man einfach alles, was man hat, in den Zweikampf reinhaut. Okay, so du hast jetzt von Stabilisationsübungen geredet. So Beckenrumpf-Stabi meinst du, solche, genau, Geschichten, genau, oder so, so ganz normale Stabi-Sachen? Ja, können wir auch soweit schon mal sagen, da werden bestimmt auch von uns noch einige Videos dazu kommen, dass wir euch auch mal zeigen, was diese Stabilisationsübungen sind. Das würde jetzt im Interview natürlich den Rahmen sprengen. Wir gehen jetzt auch gleich weiter zur nächsten Frage. Ich habe es angesprochen, du bist Außenstürmer in erster Linie. Welche Eigenschaften, glaubst du, sind jetzt dort speziell wichtig? Ja, wir haben viele Spieler natürlich, die zuschauen, die vielleicht auf derselben Position spielen, die irgendwie ein paar Tipps haben wollen. Was glaubst du, sind da jetzt so die wichtigsten Eigenschaften? Was muss man unbedingt können auf der Position? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Spielerarten auf der Position. Das eine sind die geradlinigen Spieler, die sich den Ball einfach am Gegner vorbeilaufen und ihre Schnelligkeit ausspielen, hinterherlaufen und dann die Flanke reinhauen. Und dann gibt es natürlich die Spieler, die ja ins Dribbling gehen, richtig ins 1 gegen 1 gehen, Tricks machen wollen, den Gegner auch vielleicht verarschen wollen. Und ja, gibt es verschiedene Eigenschaften, was man braucht als Außenspieler. Würde ich sagen, die Schnelligkeit auf jeden Fall, eine gute Technik, gutes Dribbling. Ja, und vor allem, was natürlich für die Mittelstürmer ganz wichtig ist, dass man da gute Flanken reinhaut und die Stürmer füttert. Okay, sehr gut. Ja, zu deinem Zweikampfverhalten, glaube ich, gehört so auch noch eine Stärke dazu, das ist deine Schusstechnik. Ja, wir haben ja, kann ich so offen sagen, wir haben früher zusammen gespielt und der Dani hinter der Kamera lacht schon als Torwart. Hat mal den einen oder anderen ekligen Ball auch bekommen, ein paar Flatterbälle. Ja, was hast du da gemacht? Hast du irgendwie in der Jugend das speziell trainiert? Würdest du auch den jungen Leuten irgendwie empfehlen, extra Schusstraining zu machen? Oder wie war das Ganze bei dir? Ist das vielleicht auch einfach ein Talent? Ja, also ich sag, da war schon sehr viel Übung dabei. Mhm. Damals in der Jugend hat es ja so angefangen mit Cristiano Ronaldo, mit Juninho, wo man die Videos gesehen hat im Internet. Und dann dachte ich mir natürlich, was gibt's Geileres, als so schießen zu können. Und dann habe ich mich damals mit dem Sebastian Mayer von Hannover immer am Platz hingestellt und Freistöße trainiert, über die Mauer, ohne Mauer. Ja, mit der Zeit wird es dann immer besser. Ist bei weitem noch nicht so, dass ich sage, es ist wirklich perfekt. Aber ich bin jetzt soweit ganz zufrieden. Aber es ist sehr viel Übungszeit nötig, sage ich jetzt mal. Und ja, auf jeden Fall kann ich den jungen Spielern nur empfehlen. Ja, was gibt es Geileres als Tore schießen als Offensivspieler? Und wenn man ja, eine bestimmte Schusstechnik üben will, dann soll man sich auch die Zeit nehmen und das machen. Okay, also quasi als Extra-Training auch vielleicht mal noch, genau, hinterher oder an einem anderen Tag. Ja, ganz wichtig, nach dem Training noch üben. Okay, perfekt. Ja, wir reden immer ganz viel auch in unserem Interview speziell über positive Themen. Wir wollen aber auch einfach mal, ja, auch die andere Seite vom Fußball zeigen, weil es einfach mit dazugehört. Gab es in deiner Karriere bis jetzt irgendwie einen Rückschlag, irgendeinen Moment, wo es vielleicht auch mal schwierig wurde, wo du dich
durchkämpfen musstest und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ja, also ich hatte ja eine sehr lange Anlaufzeit. Ich bin mit 17 zu den Profis gekommen, habe aber, glaube ich, erst mit 20 oder 21 mein Zweitligadebüt gegeben. Das heißt, die 4 Jahre waren, ja, musste ich mich in Geduld üben, was natürlich nicht einfach war, weil ich sehr ungeduldig bin als Mensch. Und ja, musste viel, viel lernen, viel einstecken, viel Kritik einstecken. Aber ja, ich glaube, das macht einfach einen nur härter. Das hilft einem schon. Es ist, glaube ich, nicht gut, wenn den Spielern in jungen Jahren immer nur gesagt wird, wie toll man ist, sondern auch mal irgendwann mal hinfliegt, dass man weiß, wie das auch ist und das zu schätzen weiß, wenn es einem gut geht und wenn es gut läuft. Und ja, es gab so zwei spezielle Spiele, sage ich jetzt mal, beziehungsweise 3, wo ich sage, dass es negativ war. Das war zum einen war das das Relegationsspiel mit den Amateuren damals gegen den SV Elversberg. Mit den 60 Amateuren, wo wir im Aufstieg in die 3. Liga gespielt haben und ja, in der 86. Minute, glaube ich, das 1-1 kassiert haben und somit dann nicht aufgestiegen sind. Und ja, das andere. Jetzt nehmen wir vielleicht mal das Beispiel eben auch. Wie bist du dann danach, wie bist du damit umgegangen einfach? Was macht man da? Kann man da auch einfach den Kopf dann freikriegen, wieder auf was anderes konzentrieren oder wie hast du das gemacht? Ja, glücklicherweise ist ja nach solchen Spielen immer Sommerpause. War ich einfach auch froh drum, weil ich wollte keinen Ball mehr sehen. Ich wollte einfach raus aus dem Fußballalltag, weil ja, also es war schon ein bisschen Sprachlosigkeit da. Ich wusste auch gar nicht so, über was ich mit meinen Eltern reden sollte oder mit meinen Kumpels. War schon eine schwere Niederlage, nicht aufzusteigen so spät. Ich bin dann damals mit Sebastian Mayer direkt in Urlaub geflogen. Das war, glaube ich, extrem. Auf Freistöße trainieren. Ja, im Urlaub dann doch nicht. Aber ja, war ganz wichtig, im Urlaub zu sein, den Kopf frei zu kriegen. Okay. Alles klar. Ja, wir wollen auch mal eine ganz andere Frage jetzt stellen. Wie schaut denn so dein Ablauf vorm Spiel aus? Gut, der ist wahrscheinlich relativ gleich immer, ist auch bei der Mannschaft gleich, ist wahrscheinlich deswegen bei jedem Spieler ähnlich. Aber auf was wir speziell eingehen wollen ist, ja, mit welcher Einstellung gehst du in so ein Spiel? Wie pushst du dich vielleicht auch mal vorm Spiel? Gibt es vielleicht irgendeine Musik? Gibt es irgendeine Routine, die dich einfach ausmacht, dass du wirklich deine Leistung bringen kannst? Ja, ich bin ein sehr abergläubischer Mensch, muss ich sagen. Also ich werde niemals einen Fußballplatz mit dem linken Fuß betreten, immer mit dem rechten Fuß. Aber da habe ich schon öfters gehört, dass das ziemlich verrückt ist, aber ja, das mache ich weiter so, das mache ich seit Jahren. Und ansonsten war ich natürlich zu Anfangszeiten, die ersten Spiele war ich sehr nervös vor dem Spiel, habe mich versucht so extrem zu konzentrieren und inzwischen ist es eigentlich so, dass ich einer eher der Lockeren bin vor dem Spiel, der auch noch seine Späße macht mit denen, die auch Spaß haben können vor dem Spiel. Und dann wirklich, wenn der Anpfiff kommt, dass man dann wirklich voll da ist. Aber ich habe einfach gelernt, wenn ich mir vor dem Spiel zu sehr Druck mache oder mir die ganze Zeit denke, was ich machen muss, alles auf dem Platz, um eine gute Leistung abzurufen, dann kann es auch verkrampfen. Also ich bin eher der lockere Typ vor dem Spiel. So. Okay, da passt eigentlich gleich auch die nächste Frage dazu. Du hast ja mit 60 dann auch, ich glaube, so in deiner ersten Zweitligasaison auch gleich gegen Abstieg gespielt. War natürlich auch großer Druck, ja, viele Erwartungen auch vom Verein. Wie bist du damit dann eben umgegangen, mit dieser Drucksituation, was du auch noch nicht gewohnt warst? Viel mehr Zuschauer dann natürlich auch auf einmal. Wie kann man da eben so locker bleiben? Ja, also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ja, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Von außen habe ich immer gesagt, ja, so im Abstiegskampf zu sein, so das... So viel ändert sich nicht, aber man merkt dann, dass einfach wie viele Fans darunter leiden, wie viele Existenzen im Verein davon abhängen. Und dann kommt natürlich auch wieder der Moment, wo man sich dann selber Druck macht und weiß, okay, heute muss man abliefern. Wir hatten glücklicherweise meiner Meinung nach super Trainer damals, den Thorsten Fröhling, der vor allem den jungen Spielern auch geholfen hat, dass sie nicht verkrampfen, dass die trotzdem ihr Jungsein auf dem Platz nicht verlieren. Das kann ja auch eben ein Vorteil sein, auch so ein bisschen unbekümmert aufspielen. Genau, ne? Genau, auf jeden Fall. Und ja, war keine einfache Zeit, aber wie gesagt, in der Mannschaft hat es dann auch gestimmt. Und ja, wir haben es ja letztendlich noch ganz knapp abgewendet, den Abstieg. Eben, und ich glaube auch, und das glauben wir hier bei Fußballprofi werden, vor allem, dass genau diese Sachen dich auch einfach besser machen, wie du es vorhin schon gesagt hast.
dass wenn du da durchgehst, dass du natürlich auch besser daraus hervorgehst und dann deine Leistung auch in Zukunft einfach besser bringen kannst. Absolut, ja. Genau, bevor wir jetzt auch gleich zur Abschlussfrage kommen, wie immer die Frage auch an dich, hast du irgendeine Social-Media-Seite, irgendeine Fanpage, Instagram-Seite oder irgendwas, wo auch unsere Leute dir dann in Zukunft folgen können? Ja, also ich bin in Instagram, und in Facebook natürlich auch, habe ich meine Fanpage, da bin ich allerdings nicht ganz so aktiv wie in Instagram, also da gibt es mehr zu sehen auf jeden Fall. Gut, werden wir wie immer oben auf jeden Fall dann für euch einblenden. Dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Du kennst es vielleicht schon oder die Zuschauer werden es bestimmt kennen. Angenommen, du bist jetzt nochmal 12 Jahre alt, ja, mit diesem großen Traum, auch Fußballprofi werden zu wollen. Du hast aber all diese Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, ja, und das ganze Wissen, was du jetzt hast in deinen 22 Jahren sozusagen. Was würdest du jetzt rückblickend anders machen? Gibt es überhaupt irgendwas, was du anders machen würdest? Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich letztendlich ja an dem Ziel angekommen bin, beziehungsweise in meinem ersten Schritt im Profifußball Fuß zu fassen. Vielleicht stellen wir die Frage anders. Was hättest du machen können, um die Zeit zwischen so deinem, was du gesagt hast, mit 17 bei den Profis schon dabei und bis zu deinem ersten Spiel 21, diese 4 Jahre, um diese Zeit zu verkürzen? Hättest du da vielleicht was machen können? Mit Sicherheit. Also da kam dann bestimmt der Moment, wo ich ein bisschen zufrieden war mit dem, was ich bis dahin erreicht habe. Und das war, glaube ich, auch, das muss ich mir selber eingestehen, wahrscheinlich ein Fehler, dass ich dann ein paar Prozent weniger gemacht habe als davor. Und das ist, was ich wirklich nur sagen kann und was ich weitergeben kann, dass man einfach mit nichts zufrieden sein darf, was man erreicht hat, sondern dass man einfach immer weitermachen muss, weil es auch immer weitergeht. Und ja, nie aufhören zu arbeiten. Und wäre mit Sicherheit damals vom, sei es Krafttraining gewesen, sei es auch die Schussübungen, ja, einfach weiter Gas geben, egal was man bis dahin erreicht hat. Und das war sicher ein Punkt, wo ich sage, ja, da würde ich vielleicht einiges verändern. Okay, perfekt. Dann sind wir auch schon wieder am Ende vom Interview diesmal. Corby, vielen lieben Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.